Hallo Leute und willkommen hier bei mir Applegate. Ja, heute treffen Vergangenheit und Moderne aufeinander. Technik der 50er und Technik des 21. Jahrhunderts vereint in diesem schönen Gerät hier. Und bei Amazon steht es ganz toll in der Beschreibung. Das ist ein riemengetriebener Bluetooth-Plattenspieler mit eingebauten Lautsprechern und Vinyl-to-MP3-Funktion im klassischen Design aus Naturholz. Und das Ganze kommt von One by One. Also, jetzt aber nochmal ganz langsam und von vorne. Zum ersten ist das hier ein klassischer Plattenspieler, sieht man auf den ersten Blick. Und der funktioniert auch echt gut. Ihr könnt hier eure normalen Boxen anschließen für optimalen Sound. Oder ihr nutzt die eingebauten Stereo-Lautsprecher, die hier im Holzgehäuse mit drin sind. Und ich habe hier mal eine alte Platte ausgegraben von AC/DC aus den 80ern, von 81 um genau zu sein. Und damit werde ich euch kurz mal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch gar keinen Plattenspieler benutzt. Ist ja schon eine Weile her, dass das richtig aktuell war. Die Platte ist aufgelegt, dann entriegeln wir hier den Kopf und können das Teil dann mit dem Hebelchen hier nach oben schwenken. Und dann richten wir ihn auf die Platte aus. Ihr seht, der Drehteller beginnt direkt zu drehen. Und dann können wir dann, wenn alles richtig ausgerichtet ist, den Abspielkopf herabsenken. Und dann hat man schon diesen richtig schönen Klang von der Platte, das Knarzen und Knacken. Und gleich geht's dann los. Die Lautstärke kann man hier rechts an dem Knopf ziemlich leicht einstellen. Also von ganz leise auf ziemlich laut. Und wenn jetzt gleich mal die Musik losgeht, dann könnt ihr auch mal reinhören, wie laut die eingebauten Lautsprecher hier werden können. Die sind schon ziemlich gut, also direkt integrierte Stereo-Lautsprecher. Das ist schon echt praktisch und jetzt hört mal her. Oh ja, das ist cool. Für eine alte Socke wie mich ist das hier echt geil und genau meine Musik. Aber ihr seht schon, die werden echt laut hier, die Lautsprecher. Und ich nehme es mal eben kurz hoch. Wem das dann noch nicht laut genug ist, der schließt einfach hinten seine normalen Standardboxen noch mit an. Das ist gar kein Problem. Und die Möglichkeit eben, dass das hier relativ portabel ist, dadurch, dass man keine Lautsprecher mitnehmen muss, finde ich, ist echt eine gute, tolle und praktische Angelegenheit. Natürlich gibt es ja auch noch einen kleinen Hebel an der Seite, womit man die Drehgeschwindigkeit einstellen kann. Man hat die Wahl zwischen 33, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute. Das war jetzt der Part aus der Vergangenheit. Kommen wir jetzt mal zur aktuellen Gegenwart, denn ihr könnt eure alten Vinylplatten mit diesem Gerät hier direkt in MP3 umwandeln und auf einem USB-Stick speichern. Und das ist echt eine super coole Sache und verdammt einfach. Also wirklich noch leichter geht's kaum. Ich habe hier einen USB-Stick, den stecke ich jetzt einfach mal hier in den USB-Anschluss rein. Anschließend wähle ich hier aus Phone Rack, also das direkt von der Schallplatte aufgenommen wird. Ich entriegle schon mal hier den Arm, schwenke rüber, drücke einmal auf Phone Rack und dann geht's direkt los. Okay, das soll erstmal reichen für die Aufnahme. Dann drücke ich nochmal auf Stopp. Ihr seht, der Stick blinkt nicht mehr, das heißt die Aufnahme ist beendet. Man kann jetzt auch hier direkt die Aufnahme sich anhören. Dazu drückt man einfach nur auf USB MP3 und dann spielt er direkt hier eure USB-Musik ab, also die Musik auf eurem USB-Stick. Natürlich könnt ihr auch ganz normale MP3s hier draufladen und die dann hier mit dem Lautsprecher abspielen. Auch das ist möglich, super praktisch. Und jetzt schauen wir mal kurz, wenn ich den hier rausziehe, wie das dann abgelegt wird hier auf dem USB-Stick. So Leute, und da habe ich dann meinen MacBook mal eben schnell rausgeholt. Hier ist der USB-Stick mit der Aufnahme und wenn ich den jetzt mal hier reinstecke, haben wir einen Ordner, der nennt sich Record und da gehen wir dann einfach mal rein und haben dann unsere MP3-Dateien. Ich klicke mal eine an und dann hören wir kurz rein. Tja, und wie ihr seht, hat super funktioniert. Noch leichter geht's eigentlich gar nicht. Okay, mal überlegen. Platten haben wir abgespielt, Platten haben wir digitalisiert. Wir haben MP3s abgespielt, direkt hier auf dem Lautsprecher. Was gibt's noch? Natürlich, Freunde, das Smartphone. Und
Überraschung, ihr könnt sogar euer Smartphone per Bluetooth hier mit diesem Plattenspieler verbinden und dann direkt den als Bluetooth-Lautsprecher benutzen. Auch eine sehr praktische Geschichte. Und das wollen wir dann mal tun. Ich gehe hier mal in die Einstellungen rein, gehe unter Bluetooth. Vorher muss ich natürlich noch hier auf Bluetooth umschalten und dann sollte hier gleich schon die Kopplung stattfinden, denn ich habe das schon mal verbunden gestern. Und da ist es auch schon geschehen, One-by-One BS003, so heißt das Gerät hier in den Einstellungen. Und um zu zeigen, dass es auch funktioniert, werde ich jetzt mal was abspielen und wir hören dann mal kurz rein. Und habt ihr es gehört, auch das funktioniert wunderbar und dann hört man auch, dass der Sound der Lautsprecher hier ziemlich kräftig ist. Das fällt einem jetzt, wenn man eine alte Platte abspielt, nicht so direkt auf, aber wenn ihr hier per MP3 und Bluetooth eure Musik laufen lasst, dann merkt ihr, da steckt schon richtig Power dahinter, hinter diesem Stereo-Lautsprechern hier im Plattenspieler. Ich kann euch nicht genau sagen, wie viel Leistung die haben, aber sie haben einiges an Leistung, sind sehr gut zu gebrauchen. Wer jetzt nicht nur alles bedienen will, hier am Handy direkt, der hat auch die Möglichkeit, hier die Bedienelemente, die direkt eingelassen sind, zu benutzen. Ich kann mal hier auf Play drücken und auf Pause. Und so kann man eben auch seine Musik steuern oder auch nach vorne und zurückspringen in den Songs und natürlich die Lautstärke direkt hier am Gerät justieren. Okay, Freunde, das waren die technischen Daten hier zum Plattenspieler von One-by-One. Der ist wirklich richtig cool. Als ich den zum Testen bekommen habe, da habe ich mich wirklich drauf gefreut, dass ich auch mal wieder hier eine Schallplatte abspielen kann. Die habe ich ewig und 3 Tage nicht gehört und ich bin echt begeistert. Erstens mal sieht das Teil hier richtig schön aus. Toller Retro-Look mit dem Holz. Den gibt es übrigens auch in Schwarz. Ich habe mir aber hier die Naturholz-Variante geholt. Und allein schon als Deko ist das hier wirklich ein tolles Teil zum Hinstellen und natürlich für jeden, der noch Schallplatten hat oder auch Schallplatten ganz leicht digitalisieren will als MP3, ist das hier eine super Lösung und ich bin echt begeistert von dem Teil. Ist natürlich leider nicht ganz billig der Spaß, gute Qualität, kostet etwas, knapp 120 Euro aktuell bei Amazon, aber ich sage euch, dieses Gerät ist das Geld absolut wert, wenn ihr gerne noch Schallplatten hört und gleichzeitig auch einen guten MP3 und Bluetooth-Lautsprecher sucht, ist das hier wirklich eine super Lösung. Also Leute, wenn auch ihr begeistert seid von dem Teil und das euch mal anschauen wollt, klickt in den Link hier unten in meiner Videobeschreibung und geht mal zu Amazon One-by-One, der Plattenspieler aus der Vergangenheit und Zukunft. Und das wär's gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss.